Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lords of Shulima. Wir sind nicht da, wo wir aufgehört haben. Weshalb der so ist, wie es ist. Denn wir haben gegrindet und haben unser Inventar ausgeräumt und uns ein bisschen ausgerüstet. Also die ganzen langweiligen Sachen gemacht. Und deswegen sind wir jetzt stärker als je zuvor, nicht mehr überladen. Wir haben ja ein, zwei neue Ausrüstungsgegenstände haben wir auch gekauft, aber nicht wirklich was Erwähnenswertes. Also wir waren ja immer überladen und deswegen skinnen wir hier immer Armor bei jedem. Ja. Und auch Stärke kriegen. Bringt sogar vier Stück dazu. Also die Äxte machen wir besser. Immer. So, was kann der denn? Ja, muss man hier erstmal zurechtfinden in diesem neuen. Ach, guck mal, ein Wolf. Wenn man die Nase des Wolfs als Mund deutet, könnte das auch eine erschreckt reinblickende Person hinter zwei Blättern sein. Ja. Ein Gaulen. So, jetzt nehmen wir noch Immunity. Immer. Das ist ja. Also, wenn es geht, immer. Oh, einen Punkt haben wir noch, dann nehmen wir noch die schnellen Reflexe. An den ausweichenden Sau immer gut. Ja gut, man kann wahrscheinlich nichts da auswählen, was schlecht ist. Ja. Höchstens suboptimal. Boah, das ist. Ja, das sollten wir auch lernen, sobald wir können. Kostet 5 Erfahrungspunkte. Warum haben wir eigentlich so viele? Hatten wir welche gekauft? Ja. Okay. Nicht, dass das geändert wurde. Also Magical. Zwar noch nie benutzt, aber bestimmt gut. Ja, wenn wir gegen jemanden kämpfen, da über die Resistenzen brauchen. Ja. So, ja. Armor. Ja. Viel dazu. Gibt's ja auch mal Stärke und Agilität. Und Immunity und Learning. Ja? Ja, Learning ist gut. Immer gut. Ist zumindest nicht schlecht. Na, wir sind ja jetzt auf dem Weg in das Land der Riesenwespen. Naja. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Na, dann können wir hier auch diesen Feuerzauber lernen. Dann ist die Frage, ob der lohnt. Lern jetzt mal so einen Eiszauber, wir haben jetzt nichts anderes. Fireball haben wir. Das stimmt, dann lern den besser. Ja, aber wir können und noch die Objekte. In. Ja. Und Armor kostet 3 bei ihm. Ja, sollten wir uns aber mal gönnen. Hat davor auch 3 gekostet. Ja. Ja, er hat das halt irgendwie schon auf 7, aus irgendeinem Grund. Ja, und Immunity. Du musst noch 2 Attribute. Was nehmen wir denn da? Energie. Agilität und Stärke. Stärke? Ja, damit wir unsere gesamte Gruppe mehr tragen können. Wobei ja, wir jetzt nicht so viel mehr tragen können. Nein, doch 1 Kilo. Ja, 1 Kilo. Ungefähr. Ja, irgendwo muss man ja anfangen. Kann ja nicht sein, dass du dann gleich 10 Kilo mehr rumschleifen kannst. So, und ich bin mal gespannt, ob wir da dann richtig sind. Weil eigentlich müsste es da ja. Entweder hier oder in dieser Eiswüste, aber. Nee, Eiswüste muss jetzt erstmal nicht sein. Da wohnen doch diese. Wie heißen sie? Jotums, genau. Ja, die waren aber da auf der Hochebene von Karaga. Ja, meinst du, die gibt's da nicht? Ich denke aber schon. Der Freya hat auch ein Level Up. Oh, das muss man auch noch machen. Schwerter. Ja. Energie, Stärke. Und Speed und Agilität und Konstitution. Bei ihr kostet Amos übrigens nur 2. Wie allen die beiden noch nicht auch lernen. Dann nehmen wir noch die Wahrnehmung anstatt Learning, denn wir wollen ja nichts verpassen. Das ist ja eh mein schlimmster Albtraum, dass ich irgendeine Geheimtür übersehe. Das ist dein schlimmster Albtraum. Ja. Aber wenn das so ist. Oh. Ah, die Sachen, ihr könnt mir auch verteilen. Wo wir jetzt schon beim Verteilen sind. Skillpoint. Würde ich ihm geben, dann kann er vielleicht
dieses Eiszeug auch mal lernen. So, Kälteresistenz. Wer brauchte mehr Kälteresistenz? Ist ja 23. Das würde ich nach Bedarf machen. Sie am ehesten, aber. Da können wir eins mal verteilen. Schub, schub. Hitpoints. Magier und Heilerin. Ah, okay. War schon. Agility lassen wir mal da. Ja, wobei, einen Punkt können wir verteilen. Jetzt finden wir eine Waffe und wir brauchen 3 Agility. Ich sehe das schon. Ach, wir kommen da jetzt in ein neues Land, da gibt's mehr Pilze und sonst was. Ja, genau. Das werden wir sehen, wie es da aussieht. Oh. Was? Was ist passiert? Ja, was nicht? Es gab ein Autosave. Vielleicht war es deswegen. Oh, wir können mal die Fackel anmachen. Oh, ist ja Dschungel hier. Hübsch sieht's aus. Ein Grab. Ja, ja, wir sollten mal auf der Straße bleiben, nicht, dass wir wieder was falsch erkunden. Vater Urahnen. Oder der Ahnen. Okris. Ja, ich habe ja hier auf der Map auch gesehen, hier gibt es ein Dorf. Dann müssen wir hier lang. Und über die Brücke und dann zum Dorf. Ja. Erstmal bekämpfen wir jetzt die Ogre. Wie schwer waren die? Schon so ein bisschen, aber. Na gut, 480 ist nicht so viel. Da hatten wir schon andere. Na, 3 Blutung geht da auch. Das ist ja. Ja, das ist ja einer der ersten Oger, die wir gesehen haben auf diesem Weg. Nur 2 davon. Vulva. Ein Glück greifen sie nur 2 an. So, der Magier, was macht er denn? Nach dem Meteor. Aber auf ihn. Ja, warum? Na, damit er Wunden bekommt. Weniger Schaden macht, weil er stirbt bald. Also, bis nach diesem Block hier sollte er tot sein. Meinst du? Ich nehme es doch an. Sehe ich noch nicht. Obwohl doch 43 Schaden macht. Warum machen sie denn mehr Schaden als Xus? Was ist denn da los? Na, müssen wir noch. Also vergiften tun wir ihn. Das ist er kann auch bei seiner Aktivierung sterben und kann also danach. Oh. Und er lebt noch. Aber egal. Noch. Ja, geht er jetzt halt ein, mein Gott. Komm, weg mit dir. Also die Wunden beim Magier machen wir weg. Mit dem Meteor. Ne, er hat keinen, der die Wunden wegmacht. Er hat ja schon 15 Stück. Ja, bei 16 Wunden weicht auch der Magier aus. Und weggekrittet. So, mach's gut, netter Ogre. Ah, jetzt ist auch wieder Tag. Oder so langsam. Ja, 7 Uhr ist schon. Oh, noch ein Schild. Banalo-Fluss. Warum gehst du? Warum nicht? Naja.
Guck, hier gibt's neue Sachen. Ja, ja, sehr gut. Ganz viele Pilze. Gehst dazu, du hattest recht, hier gibt's relativ viele Pilze. Und allen jedem Land. Oh. Eine Statue des Jugend. Die muss zerstört werden. Was? Diese Statue des gesandten Jules scheint eine repulsive Kraft größer als alle. Oder die größer ist als alle, genau. Als die Kraft der Statuen, die wir bisher gesehen haben. Ich akzeptiere. Als wir uns der Statue nähern, fängt das göttliche Artefakt, bekannt als das Licht von Alnae, anzuglühen. Oder intensiv anzuglühen, vertreibt die Dunkelheit, die uns daran hinderte, an diesem Monument vorüberzuschreiten. Ja, denn das Artefakt von Alnaed vertreibt halt jede Dunkelheit. Hat man ja gelernt. So steht es in der Beschreibung. So, jetzt können wir hier auch lang und das heißt ja, dass wir hier lang müssen. Denn das Artefakt hat mir als letztes geholt. Und es ist ja immer so, dass man das Artefakt findet und damit was machen kann. Außer mit dem Hammer. Der hat geglüht und uns den richtigen Weg angezeigt. So, da sind wir jetzt hier wieder. Destroy. Wir sind eindeutig nicht auf Seiten Jules. Oh, hier ist ja schon die Steinbrücke. Nein, das ist keine Brücke, das ist eine Furt. Ratten. Ja. Müssen auch mal wieder sein. Ja. Nein, mein Gott, warum nicht? Och. Ja, aber was? 27 Vergiftungen. Oh, wie schnell sie sind. Tödliche Todesratten hier. Das war gut. Jetzt müssen wir uns mit einer Vergiftung rumärgern. Ja, warte, wir sparen das mal noch. Dann heil jetzt, Gauland. Genau. Boah, mein Hit. Ja, verträgt nicht so viel so eine Ratte. Ja. Geben komischerweise sehr viel Nahrung. Mehr als die Dämonenhunde. Die waren übrigens da, als wir Level gemacht haben. Es war also geschehen. Das Dorf Rasmua. Jetzt will ich erstmal, bevor wir ins Dorf gehen, hier oben den Dschungel erkunden. Ja, also geht's irgendwo rein? Ich vermute, da ist ein Mausoleum, denn wir hatten ja schon Gräber gesehen. Und Diebe. Ah, ja, der weiß, was ihm blüht. Zip. Ha. Zack. Ja, ist natürlich doof, dass wir jetzt diesen Feuerball da nicht mehr so sinnvoll einsetzen können. Aber wir können ihn zerschmettern mit dem Meteor. Ein Meteor auf einen. Ja. Keine Gnade mit dem Verbrechen. Ja, ich meine, die Umstände erfordern das. Oh. Ah, zum Glück flieht er nicht. Wie fleischig. Oh. Ich frag mich, wie der Soundeffekt aufgenommen wurde. Nicht, dass die wirklich jemanden... Mit einer Schweinehälfte. So würde ich das machen, wenn ich sowas machen müsste. Ja, das Problem ist, dass da meistens schon das Blut abgehangen wurde. Ja, muss man sich halt eine Frische holen. Gibt's halt nicht bei Edeka, sondern muss halt auf Bestellung dann. Ah, gibt's nur ein Grab hier. Ob's mit dem Grab dann noch eine Quest gibt? Weil so ein einsames Grab hier in der Landschaft, das ist ja verdächtig. Ja, normalerweise liegen die Toten da so rum. So, die töten wir jetzt noch. Schaffen wir auch, Dicke. Oh, vielleicht auch nicht. Mana sieht in Ordnung aus.
Das war gut. Die sind halt stark gepanzert. Und wir haben ja den Feuerball eben noch verbessert. Richtig. Stufe 3 ist er jetzt, ne? Ja. Ah, er muss natürlich resisten. Na, kein Ding. Ah, naja. Seil. Was, warum? Es ist der Kleine da. Oh. Oh, wegbrannt. Ah, ich glaube, dem Land ist richtig. Na, ja, das fühlt sich richtig an, weil die Ogre mag ich. Finde ich auch schön, dass die uns immer so begleiten über Level. Ja, die sind halt die normalen Bewohner Schlimas. Naja. Denke sich, kacke hier, die Leute kommen mal in unser schönes Land. Erstmal angreifen. Nicht, dass wir noch Erntedankfeste mit ihm feiern. Nee, nee. Es wird keiner mehr übrig sein, wenn wir fertig sind. Oh, der Hinter hat sich auch aufgelöst. Ja, der hatte ja Flames abbekommen. Ja. Ich weiß nur, dass die mal voll gut waren, hier die Ogre. Und dann wurden wir mächtiger. Die grüne Ratte war auch mal voll gut. Die ist immer noch nicht schlecht, hat halt nur wenig Leben. Wenn die 1000 Leben, dann würden die uns ganz schön zusetzen. Oh, 10 Blutungen im Krieg gemacht. Und 7 ohne Krit. Ja, es ist ziemlich gut hier. Oh, und richtig viel Erfahrung gab's. Also 8 Stunden heilen wir wegen den Wunden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. So machen wir es. Und dann gehen wir mal ins Dorf. Bis dahin.